Ich suche noch den ersten Redner. Ah, da versteckst du dich. Gut. Herzlich willkommen zu diesem piratigen Aschermittwoch 2012. Dieser piratische Aschermittwoch 2012 hat sich dem Klarnamenzwang gebeugt und Namen aus Personalausweisen auf das Plakat gedruckt. Ich musste also das Orakel von Google befragen, um rauszubekommen, wer dieser Benedikt Schmidt sein soll. Jetzt, da ich weiß, dass es sich hierbei um Bommel handelt, ist alles wieder in Ordnung. Du hast das Wort. Sodala, lass mir das Handy auf lautlos schalten. So, einen außerordentlich schönen guten Morgen. Ah, alle wach? Also, es gibt jetzt einmal die bayerische Variante noch. Schön, dass alle gekommen seid. Freut mich wahnsinnig. Genau, Moment. Also, herzlich willkommen zum piratigen Aschermittwoch 2012 hier in Ingolstadt. Die Spielregeln sind wie jedes Jahr. Alles ist erlaubt, nicht kratzen, nicht beißen, keine Haare ziehen bitte in den Zuschauerringen. Der Redner, der das hier ernst nimmt, der trinkt sein Bier auf der Bühne aus, er kann aber nicht gezwungen werden. Aber Anfeuerungsversuche ausdrücklich erlaubt. Ja, Großpiraten. Okay, wie fange ich an? Da ich jetzt genau seit 3 Jahren ziemlich genau hier bei der Piratenpartei bin, möchte ich euch kurz in Erinnerung rufen, mit welchen Freaks wir es da draußen überhaupt zu tun haben. Ich zitiere: Die ganze pseudo-bürgerrechtsengagierte Hysterie von Pseudo-Computerexperten, man müsse um jeden Preis ein unzensiertes Internet verteidigen, das fällt für mich in die Kategorie juristisch ohne Sinn und Verstand und moralisch verkommen. Richtig. Jetzt muss ich das Handy echt ausmachen. Also, dieses Zitat wird ebenfalls gerade 3 Jahre alt und ist der übelste Uhlsinn, den man sich vorstellen kann. Die dachten tatsächlich 2009, dass sie uns Internetsperren auf Kosten von missbrauchten Kindern unterjubeln können. Wie tief kann man eigentlich sinken dabei, so rotzfrech in die Kameras zu grinsen? Leider immer tiefer, wie es scheint. Denn während sich diese Pseudo-Volksvertreter wie Zitatgeber Uhl mit Häppchen über die Abschaffung des Parlamentsvorbehalts für Kriegseinsätze unterhalten, kämpfen andere Menschen ein paar tausend Kilometer weiter gegen von uns exportierte Trojaner und Überwachungssysteme und sterben jeden Tag. So ein Mensch will uns erklären, wie moralisch verkommen ein unzensiertes Internet sei. Bullshit, Herr Uhl, allerübelster Bullshit. Merkt euch eins, liebe Piraten, deren Unfähigkeit ist unser Antrieb. Brista. Also, die Prämisse, dass wir der Feind sind, der überwacht werden muss, also wir Bürger, ist einer Volksvertretung unwürdig. Moralisch verkommen sind nicht wir, die Pseudo-Internet-Bürgerrechtler, sondern der Überwachungswahn und Sicherheitsterrorismus, der uns aufgezwungen wird. Die Ignoranz zieht sich aber nicht nur durch die Union. Auch die SPD hat mit 60% ihrer Delegierten für eine Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Anlasslos alle Bürger zu erfassen, wann wir, wo, mit wem Kontakt per Telefon und Internet haben? Wenn diese Delegierten der SPD tatsächlich für reale Parteimitglieder stehen, müssten sich in diesem Lande 250.000 Menschen in Grund und Boden schämen. Eine über Jahrzehnte in der Geschichte verfolgte Arbeiterbewegung ist nie nur mehr ein Abklatsch ihrer selbst. Sie legt mit die Grundlagen einer Gesinnungsverfolgung von morgen. Eine SPD, die diesen Wahnsinn mitträgt, mitmacht, ist im digitalen Zeitalter nur eins: vollkommen überflüssig. Sie folgt der FDP auf dem Fuße. Um die restlichen Ein-Themen-Parteien wie Linke, Grüne, FDP, na gut, hofft nicht, dass jemand drüber redet, das wäre nachtreten, werden sich noch einige Redner hier am Pult bemühen.
Eins ist mir nur wichtig für euch, wenn ich schon die Ansprache machen darf. Vielen Dank an euch alle für euer Engagement, für euer Mut und euer Durchhaltevermögen in einer Piratenpartei. Dankeschön. Das Letzte noch, ein Danke an den flauschigsten Kreisverband der Piratenpartei, der hier mitgearbeitet hat. Dankeschön. Ich bin Benedikt Schmidt, bin Pirat und habe mich gefreut, hier eine Rede halten zu dürfen.